Aktien heute? Spezielle Fragen von eurer Seite her, was euch interessiert? Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, in China ging es jetzt ja mit Alibaba ein bisschen abwärts. Und Okay. das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich überlege einzusteigen. Aber ich kann halt, man hat mal wieder gesehen, wie fragil das ist, weil die chinesische Regierung ja irgendwie dann mit den Firmen umspringen kann, wie sie will. Und da kurz vorm Börsengang von Alipay da noch kurz die rote Karte zeigen kann. Also da weiß ich jetzt nicht genau, wie riskant es wäre, da jetzt, weil vom Geschäftsmodell her finde ich Alibaba einfach mindestens so attraktiv wie Amazon und überlege da jetzt halt gerade ein bisschen einzusteigen. Ja, Alibaba ist wirklich ein interessanter Fall. Erstens natürlich, weil man sieht, dass die Regierung dort auch politische Überlegungen spielen lässt. Das ist anders als bei uns, wo da die Politik sich mehr raushält. Das ist in China grundsätzlich ein Problem. War früher in Hongkong weniger der Fall, ist jetzt auch in Hongkong der Fall. Das heißt, du hast eigentlich als Counterpart nicht wirklich eine privatwirtschaftlich organisierte Organisation, sondern du hast eine Regierung. Also du investierst eigentlich in eine Regierung, wenn du Alibaba kaufst. Das ist sicher das Erste. Der Jack Ma heißt er, glaube ich, der hat offenbar etwas zu viel gesagt im Oktober, sagt man, ist man der Meinung. Da gab es dann quasi eine Korrektur oder respektive ein Rückgeben, ein Zurückgeben von der chinesischen Regierung. Das war so das Erste, was ich gelesen habe. Als ich dann das aber genauer studiert habe, ist die Argumentation so, dass man Technologiefirmen allgemein stärker einbinden möchte, also stärker regulieren möchte. Also du hast jetzt in China das erste Mal eigentlich, oder auch jetzt in China neben Amerika, aber das erste Mal, dass wirklich gegen die Plattformen vorgegangen wird. Im Fall von Alibaba ganz konkret ist das eine systemrelevante Bank mehr oder weniger geworden, die mit dem Zahlungsabwicklungsverkehr wirklich eine hohe Bedeutung hat für China. Und die wollen das nicht mehr in den privaten Händen lassen. Etwas, das ich persönlich relativ vernünftig finde. Also ich habe dann das positiv empfunden, weil ich der Meinung bin, dass dass Plattformen, wenn sie eine gewisse Größe übersteigen, ein Problem darstellen für eine freie Marktwirtschaft. Also wenn plötzlich Twitter entscheiden kann, wer darf was sagen in einem politischen Prozess, ist das ein Riesenproblem. Das gleiche gilt für YouTube bei Google und natürlich auch für die kommerziellen Anbieter, also die Plattformen für Produkte und Dienstleistungen, sofern sie Plattformcharakter haben, wie das bei Amazon und Alibaba auch der Fall ist. Du musst dir vorstellen, im Frühling hat Amazon eine unheimliche Nachfrage, einen unheimlichen Nachfrageschub erhalten und sich dann entschieden, die eigenen Produkte prioritär zu behandeln gegenüber den Produkten ihrer Kunden. Und das ist natürlich höchst problematisch, oder? Also sie haben natürlich begründet, das seien wichtige Produkte gewesen, die sie da priorisiert hätten. Aber de facto gab es Firmen, die haben Turnschuhe verkauft und konnten kein Turnschuh mehr liefern, weil die Lieferkette ging alles über Amazon. Und Amazon hat gesagt, wir können leider keine nicht wirklich notwendigen Produkte über unsere Logistik abwickeln, weil wir viel mehr die wichtigen Produkte priorisieren müssen. Auch wenn das jetzt stimmt, ist das nicht eine Funktion, die ein privates Unternehmen haben darf, sofern man keine andere Wahl hat. Also wenn der Schuhverkäufer durchaus auf zwei, drei Plattformen gleichzeitig ist und dann sagen kann, kauft einfach über die anderen Plattformen liefert oder über die anderen Lieferketten liefern, ist das okay. Wenn es aber wie bei Google, Amazon und Twitter nur noch eine Plattform ist, die verwendet werden muss, ist das für eine freie Marktwirtschaft extrem gefährlich. Deshalb bin ich der Meinung, es ist gut, dass man dort Schritte macht. Das habe ich auch in ein paar Podcasts jetzt erläutert, in jedem einzelnen Fall für Amazon, Google und für Tesla, ein bisschen in einem anderen Bereich. Das ist keine Plattform, das war eine andere Begründung. Ich bin mir auch am Überlegen, ob ich das noch argumentiere für Microsoft wegen LinkedIn und für Apple wegen dem Apple Store. Bin ich mir am Überlegen, bin aber noch nicht so sicher, ob das ein so starker Case ist wie Facebook und Google.
Aber grundsätzlich, wenn du es Alibaba anschaust und mich fragst, dort zu investieren, denke ich, kann es sein, dass der Preis zu optimistisch ist im Hinblick auf die Möglichkeit, Gewinne in Zukunft zu erzielen. Also das ist durchaus denkbar. Jetzt ist es aber schon bekannt, dass dass die chinesische Regierung da vorgehen möchte. Das ist also im Markt bereits eingepreist grundsätzlich. Es kann durchaus sein, dass jetzt der Preis von Alibaba vernünftig ist im Hinblick auf einen stark regulierteren Markt. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Also ich kann mal schauen bei uns, ob wir den überhaupt bei uns haben. Jetzt habt ihr es vor euch. Also die Alibaba Group, sehr wichtig ist die Frage hier, Value-Kennzahlen, oder? Ist im Verhältnis zum Gewinn, den sie zeigen, heute relativ gut positioniert. Also ich würde sagen, wenn du das jetzt anschaust, ein 70er-Rang für Kurs-Gewinn-Verhältnis im Hightech-Bereich bedeutet, das Unternehmen ist nicht besonders teuer für die Gewinne, die sie veröffentlichen. Im Hinblick auf Buchwert und im Hinblick auf Umsatz sind es eher teure Aktien, aber Buchwerte sind bei Hightech-Unternehmen weniger relevant. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Hightech-Unternehmen typischerweise keine riesigen Investitionen machen müssen. Und was der Umsatz anbelangt, kann es durchaus sein, dass viel weniger, dass eigentlich der Umsatz zu einem großen Teil Gewinn ist, oder? Weil viel weniger, jetzt kommt noch jemand dazu, kommt noch einer dazu, weil viel weniger selber auf den eigenen Büchern gezeigt wird, oder bei einer Alibaba. Wenn ich Wachstum anschaue, hast du natürlich sehr positive Entwicklungen über die Zeit. Super Wachstum, klar. Aktienrendite nicht so wahnsinnig stark gewachsen in den letzten 2 Jahren, jetzt vermutlich massiv zurückgekommen. Das kann ich jetzt noch nachschauen beim Datenprovider Alibaba Group, wie der Aktienkurs war, wenn man das jetzt historisch anschaut. Das ist das hier. Schauen wir mal 5 Jahre an. Wir sind heute bei 2,64. Also er hat nur wenig korrigiert. He? Sind doch immerhin von 307 auf 264, 40 weniger, ja, etwa, also 10%, oder würde ich sagen, ist das, ja, mehr als 10, 12% ungefähr ist er zurückgekommen. Aber im Hinblick auf die historischen Bewertungen ist er nicht so viel teurer. Also wenn ich das jetzt anschaue, ist das nicht so besonders, besonders schlimm. Schauen wir mal an, wie die Zukunft aussieht im Hinblick auf das, was man erwartet an Renditen in der Zukunft. Okay. Estimates, Revenue, was da geplant wird, EPS. Earnings, haben wir Multiples hier unten. Forecast Multiples, das zeigt es nicht an. Zeigt es nicht an. Einkommen steigt auch nicht besonders stark. Also ich würde sagen, also wenn ich jetzt die Obermatt-Analyse anschaue, die es ja einfacher macht als diese Datenbanken, dann ist es im Bereich Wachstum und im Bereich Sicherheit wirklich ein grüner Bereich. Und entscheidend jetzt für ein Hightech-Unternehmen, es ist auch im Gewinnbereich, im grünen Bereich. Also ich würde Alibaba, würde ich jetzt weniger problematisch sehen, gerade wegen diesen schlechten News, die gerade rausgekommen sind, als zum Beispiel Amazon, wo man immer noch der Meinung ist, die werden diese Monopolrendite langfristig abschöpfen können. Rainer, heiße dich willkommen. Hörst du uns auch? Nicht offenbar. Aber Peter, du bist noch da. Hast du noch eine Frage, Peter, auf die wir gleich eingehen können? Nein, nein, ich
habe das zu Alibaba interessant gefunden. Ich bin in Alibaba investiert und habe aufgestockt vor dem oder geplanten Börsengang. Ich bin froh für deine Ausführungen. Das ist soweit interessant. Ich sehe den Börsengang aber ein bisschen anders, weil das ist ja nur der Finanzarm von Alibaba, der jetzt gestoppt wurde. Und das hat von mir aus gesehen politische Gründe. Nur politische Gründe. Also, wie schätzt du, also politische Gründe, es kann ja sein, dass man der Meinung ist, der hat einfach zu viel gesagt, der sollte quasi sich an die Parteilinie halten. Oder man kann der Meinung sein, dass sie in China tatsächlich die Monopolgesetze, die Wettbewerbsgesetze stärken. Wie schätzt du das ein? Ist das eher wirtschaftlich begründet oder eher eine Persönlichkeitsbegründung aufgrund des Unternehmers selber? Ja, das ist eine Retourkutsche an den Unternehmer selber. Also in China geht nichts über die kommunistische Partei und er hat sich da negativ geäußert, das sei ein alter Herren etc., das sei aufzubrechen und die sperren das natürlich, das ist klar, oder? Das ist schade, aber ich denke, das kommt schon wieder, oder? Wo ich nicht ganz einig bin mit dir ist, dass also Ant ist das ja, das ist eine Fintech-Unternehmung, ist keine Bank, ist keine Bank, ist in etwa vergleichbar mit einem Zahlungsabwickler wie Mastercard, Visa oder sowas und ist auf Banken angewiesen und sie wollen natürlich, denke ich, nicht, dass diese Finanztochter zu groß wird. Es ist eine Okay. regulatorische Maßnahme, die Sie jetzt gemacht haben. Sie haben von Jack Ma circa 3 Tage vor dem Börsengang weitere detaillierte Informationen verlangt und der war natürlich nicht in der Lage, diese zu liefern in dieser Zeit und wahrscheinlich vielleicht auch nicht bereit. Oder? Aber ich denke, das kommt wieder. Hat aber von mir aus gesehen nicht unbedingt sehr viel Negatives auf Alibaba selber zu tun, wenn man davon absieht, dass natürlich eine Tochtergesellschaft jetzt etwas Mühe hat. Aber wenn man sieht, Alibaba hat ja vorgestern gemeldet, da war ja dieser Single Days da, wo sie sehr viel umgesetzt haben. Und Alibaba hat gemeldet, sie haben pro Sekunde 528.000 Aufträge bekommen. Also Riesenzahlen. Und ich habe eigentlich dort investiert, weil ich etwas in Asien, insbesondere in China, machen will. Der Markt ist riesengroß. Ich habe den Rückschlag auch gesehen, den du gezeigt hast, der war gut. Der ist schade, aber ich bin Langfristinvestor und nicht Trader. Mir spielt das nicht so eine Rolle im Moment. Gut, gehen wir weiter. Sollen wir andere Aktien diskutieren? Gibt es da Interessen für andere Aktien? Sonst würde ich auch jetzt dorthin gehen, was ich kaufen werde. Also ich habe eine Aktie gekauft, die ich sehr spannend finde. Und das ist die, so gehen wir jetzt wieder zurück, das ist die Rolls-Royce-Aktie. Rolls-Royce-Aktie hatte, sieht man hier, einen starken Einbruch, ist auf fast 38 Pence von 400 gefallen. Also es hat sich 90% ist der Kurs eingebrochen, hat sich jetzt wieder normalisiert, stabilisiert auf einem höheren Niveau. Und ich finde Rolls-Royce grundsätzlich interessant, weil es ist ein Unternehmen im Defense-Bereich. Ich glaube auch, dass in Zukunft Europa mehr auch die ganze Verteidigung selbst machen wird, also dass weniger von anderen Kontinenten eingekauft wird, sondern dass mehr auch in Europa selber produziert wird. Und natürlich, weil jetzt die ganze Flugindustrie komplett eingebrochen ist, hat auch Rolls-Royce sehr stark gelitten. Sie mussten massiv restrukturieren, um ihre Kapazitäten,
diese neuen Auftragslage anzupassen. Aber wenn ich dann in die Zukunft schaue und mir überlege, können wir in Europa uns leisten, auf Antriebe, Flugzeugantriebe zu verzichten, dann bin ich der Meinung, ist das eigentlich nicht wirklich möglich. Ich hatte Rolls-Royce-Aktien aus dieser Überlegung bereits seit etwa 3 Jahren im Portfolio. Das heißt, bei mir ist quasi die ganze Position komplett weg, das vielleicht schon im Voraus geschickt. Wenn ich jetzt aber heute anschaue, aufgrund der aktuellen Situation, ist es so, dass Rolls-Royce im Vergleich zu, natürlich kann man Gewinn nicht anschauen, weil der Gewinn ist zurzeit massiv negativ wegen den Rückstrukturierungen, aber in puncto der Größe des Unternehmens, wie viel die investiert haben und was es heute kostet, das Unternehmen, ist es im 96. Rang. Also Substanzwert ist extrem, Dividendenrendite ist überdurchschnittlich und auch, wenn man das vergleicht mit dem Umsatz, der historisch jetzt gezeigt wurde. Gesundheit. Ja. Auch wenn der Umsatz jetzt 20 oder 30% tiefer ist 2019, wird das immer noch ein grüner Rang sein. Das ist natürlich jetzt noch nicht, also die Corona, wir haben Halbjahreszahlen, das sieht man in der Regel hier oben. Das bei den Value-Kennzahlen. Hier, Finanzberichtsdatum, der Value-Range ist der 30. Juni. Wir haben das erste halbe Jahr drin, was die Umsatzsituation anbelangt. Und trotzdem, obwohl wir das erste halbe Jahr schon berücksichtigt haben mit dem ersten Corona, mit der ersten Pandemie, mit dem ersten Peak, haben wir immer noch eine Umsatzentwicklung, die im Vergleich zu ihren Vergleichsunternehmen sehr positiv ist. Wenn ich also zurückgehe, die Financials anschaue, mal schauen, ob ich das genug schnell machen kann hier bei Refinitiv. Da habe ich jetzt gar noch nicht die Halbjahresdaten drin. Müsste ich noch herausfinden, wie man das kriegt dort. Ist es also so, dass Sie unter Umständen sogar weniger betroffen sind als die anderen? Also mit einem Value-Rang von 75 für ein Unternehmen, das ich denke, ist strategisch wichtig für Europa, in einer Zeit, wo ich denke, wird Selbstversorgung wieder wichtiger. Also das war ein Grund für mich, trotz dem schmerzlichen Verlust der ersten Investition noch einmal komplett nachzudoppeln. Das ist also ein Unternehmen, das ich gekauft habe, Rolls-Royce, jetzt gestern oder vorgestern. Dazu Fragen oder Bemerkungen? Keine Angst betreffend dem Rückgang im Reisebereich. Rolls-Royce baut ja sehr viele Triebwerke für Flugzeuge, oder? Ich denke, das könnte noch einige Jahre schwierig sein. Nimmst du das aufgrund der tiefen Bewertung? Ja, ich denke schon, aber das wird ja gespiegelt, oder? Durch die tiefe Bewertung. Dadurch kriege ich das Unternehmen ja günstig. Und deshalb ist auch die Dividendenrendite momentan so attraktiv. Ich glaube, dass ich vermute, dass man vergleicht, wir vergleichen ja Rolls-Royce mit anderen Zulieferern der Flugzeugbranche. Wir vergleichen Rolls-Royce nicht mit Nestle oder mit Novartis, sondern wir vergleichen es mit anderen Maschinenproduzenten. Und dass jetzt die Reisebranche Schwierigkeiten haben wird, noch für Jahre, das weiß man heute, das erwartet man. Ich glaube nicht, dass man die Zukunft der Reisebranche heute zu optimistisch einschätzt. Oder dann wäre das wieder ein Grund, dass vielleicht, wenn es wirklich schlimmer kommen würde, als man heute denkt, kann man annehmen, dass der Preis noch weiter runterfallen muss. Ich glaube, auf der anderen Seite hat man auch der Defense-Bereich. Defense, ich weiß nicht, ob das hier aufgeführt ist. Segments, doch, ich kann Ihnen kurz sagen, wie das aussieht. Mit den Segmentdaten mache ich das gleich, Share Screen. Also das sind die Segmentdaten hier. Also zivile Luftfahrt ist 53%, 21% ist Militärluftfahrt und dort habe ich den Eindruck, wird es eher zu mehr kommen. Wir haben in Europa viel, viel weniger Ausrüstungsausgaben als andere Kontinente. Und ich denke, mit dem Rückzug der Amerikaner werden wir vermutlich in Europa
eher mehr wieder in die Selbstverteidigung stecken. Und das zweite sind Power Systems. Power Systems nehme ich jetzt an, müsste ich zurückgeben zur Overview, sind nicht Power Systems für Civil Engineering, für das hätten wir ein anderes Segment. Power Systems, Development, Marketing, okay, da muss man wissen, was ein Reciprocating Engine Power System ist. Ich nehme an, das ist in der Energiegewinnung, bin aber nicht sicher, oder? Das müsste ich jetzt, ja, sind andere, vermutlich einfach nicht Civil Engineering. Ich nehme an, das sind auch wieder Triebwerke, so wie das aussieht. In Power Generation. Also es gibt es offenbar in Power Generation, also wirklich für die Energiegewinnung. Ja, und sogar, oder? Also dass diese 23% sind sogar interessant als komplementär zu erneuerbaren Energien. Ja, kann sein, dass das etwas ist, das man verwenden kann in natürlichen konventionellen Energie, bei der Energiegewinnung, kommerziellen Energiegewinnung. Ja, also Rolls-Royce ist etwas, das ich spannend finde. Auf der anderen Seite, sollen wir hier das Thema abschließen oder sind dazu noch Punkte oder Fragen? Ja, ist gut, danke. Ja. Ich würde mich an der Stelle dann jetzt verabschieden. Vielen Dank. Und ja, danke auch für immer wieder neue Einsichten, Hermann. Super. Ja, ist gern geschehen. Okay, dann ciao, Ralf. Ciao. Peter Reiner, möchtet ihr noch dabei bleiben? Peter, möchtest du noch dabei bleiben oder sollen wir es heute abschließen? Ja, es kommt darauf an, was du noch vorgesehen hast. Also ich möchte noch Nordex anschauen. Ja, das ist gut. Ja, bin ich Nordex interessiert. Ist interessant. Gut, dann, dann zeige ich das mal. Ich share Screen. Wo haben wir Nordex? Genau. Nordex ist ein Unternehmen in der Windherstellung. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen mit einer großartigen Zukunft. Und Unternehmen mit in interessanten, zukunftsorientierten Märkten sind in der Regel eher teurer, wenn man sie vergleicht mit der heutigen Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmen. Ich bin auf Nordex gekommen, weil Nordex habe ich schon besucht vor 10 Jahren als Kunde von uns, nicht für Stock Research, sondern für unsere traditionelle Research. Unser Hauptgeschäft auch bei Obermatt und fand das Unternehmen schon damals spannend. Und jetzt habe ich den Eindruck, aufgrund neuerer Kontakte, dass die gut aufgestellt sind, davon zu profitieren, dass sich die Energie mehr und mehr auch erneuerbar sein muss. Ja, ja. Nordex, wenn ich das jetzt anschaue, hat ein super Wachstum hingelegt 2020 und hat einen schlechten Value-Rang. Und wenn ich jetzt die Value-Ränge anschaue, würde ich nichts erwarten beim Profitbereich. Ich vermute, das wird auch, wenn man die Zahlen genau anschaut, bestätigt, Nordex ist in einem sehr starken Preisdruck, weil zurzeit Marktanteile gewonnen werden. Sie sind aber im Umsatzwachstum deutlich besser als andere vergleichbare Unternehmen und das hat mich überzeugt. Sieht man auch im Wachstum, oder? Starkes Umsatzwachstum, Gewinnwachstum nicht so besonders stark. Aktienrendite auch nicht so stark, deshalb ist sie vielleicht nicht so teurer. Ich habe dann noch geschaut, wie sieht es aus im Vergleich zu Solarenergie. Und es ist so, die Windenergien, oder auch wenn es uns stört jetzt in den besiedelten Gebieten, dass diese Windturbinen die Landschaft verunstalten, sind sie viel, viel effizienter. Also ich habe das irgendwo noch hier gezeigt, ja genau. Im Vergleich zu Solarenergien kann ein Windrad oder One Wind Turbine oder kann 48.000 Solarpanel ersetzen. Ich fand das jetzt überzeugend, oder? Ich habe noch nichts im Bereich erneuerbare oder wenig im Bereich erneuerbare Energien. Ich habe gerade investiert mit Rolls-Royce oder in den traditionellen Bereich und deshalb fand ich das jetzt spannend. Ja, aber ich bin eigentlich von
Haus aus Value Investor, aber wenn ich jetzt immer die Zahlen anschaue, ist eben Value läuft zurzeit oder seit einigen Jahren nicht gut und ich komme etwas davon ab. Ich weiß nicht, ob Ja, ich ich. würde nicht unbedingt davon abkommen. Also man vergleicht sich ja immer mit dem Index, oder wenn etwas nicht gut funktioniert. Und die Indizes sind heute sehr stark geprägt von ein paar wenigen Technologieaktien. Und deshalb sieht Value nicht so gut aus, oder weil man dann sagt, ja, da hätte man einen Index investieren können. Aber das würde nur dann in der Zukunft stimmen, wenn die Technologieaktien auch in Zukunft stärker wachsen würden als der Rest, und zwar im Aktienpreis, nicht im Realgeschäft. Der Aktienpreis müsste überdurchschnittlich wachsen. Und das sehe ich nicht, weil ich bin der Meinung, dass die Bewertungen im Hightech-Bereich sehr hoch sind und nicht berücksichtigen, dass es eben auch regulatorische Risiken gibt. Und Ja, deshalb bin ich, das ja, sehe ich schon auch so, oder? Aber Value, die Frage ist einfach, wann erholt sich Value? Ich warte immer auf die Erholung. Ich habe mir vor ein, zwei Jahren überlegt, auszusteigen dort. Habe es nicht gemacht, weil ich an Value geglaubt habe. Aber ich zweifle jetzt einfach, wann Value dann wieder rentiert, oder? ja, also ich meine, was man immer sagen muss, am Ende muss es Value sein, oder? Also am Ende muss der Aktienpreis der Value, der aus dem Unternehmen kommt, oder in den klassischen Renditekennzahlen erwirtschaftet werden. Das heißt, als Konzept kann Value gar nicht falsch sein. Was passieren kann, ist, dass die Unternehmen, die heute günstig sind, eben wirklich eine sehr schlechte Zukunft haben. Also das ist, glaube ich, das, was heute die Märkte annehmen, wenn sie traditionelle Unternehmen, Maschinenbauer, aber auch der ganze Bereich des täglichen Bedarfs tief bewerten, dann wird angenommen, dass diese Unternehmen in der Zukunft einfach deutlich an Marktanteilen verlieren werden gegenüber den Technologieunternehmen. Und ich bin der Meinung, das ist falsch. Also ich bin der Meinung, dass die Technologieunternehmen von einer viel zu freien regulatorischen Umgebung profitiert haben. Und dass sobald sich die Bevölkerung, die Wirtschaft bewusst wird, dass da hohe Kosten kommen, oder wenn diese Technologieunternehmen in der Lage sind, diese Marktpositionen auszunutzen, dann werden die reguliert. Wie schon die Telekommunikationsunternehmen reguliert wurden, wie die Eisenbahnen reguliert wurden. Also gerade in den Staaten hat man eine Geschichte von Exzessen, die plötzlich reguliert werden. Und es ist für mich nur eine Frage der Zeit, wann die Regulatorien bei den Technologieunternehmen einschreiten werden. Ja, das Und kann ich das mir auch bedeutet vorstellen. dann eigentlich nicht, dass sie weg sind, die bleiben natürlich, aber sie können nicht mehr so viel Geld machen. Also wenn Google die Daten, die sie brauchen, mit anderen Search Engines teilen müssen, weil wie zum Beispiel bei der Elektrizität das Netz getrennt wird von der Kommerzialisierung, wenn also Google plötzlich Wettbewerber hat für die Platzierung von Werbung auf den Suchresultaten, dann ist das Geschäftsmodell ein ganz anderes. Da kommt es massiv unter Druck. Das Gleiche gilt auch für Amazon. Und ich glaube, das kommt. Also als Techniker, ich bin ein Technikfan, oder ich war immer einer der Ersten, der diese neuen Technologien einsetzte. Das ganze Unternehmen ist bei uns auf Google Apps for Business. Also ich nutze diese Dinge wirklich früh und ich bin der Meinung und ich lese dann auch darüber nach, oder wie so etwas gemacht werden könnte ohne dominante Spieler. Und die Idee vom Open Graph, oder gegenüber dem Social Graph, oder der heute von Facebook zum Beispiel vermarktet wird und von Twitter, die Idee, dass das dem User gehört, seine Freunde und seine Daten gehören dem User und er kann entscheiden, welchen Service Provider er wählt, um diese Daten anzuschauen, die ist schon lange da. Und es braucht nur eine regulatorische Maßnahme zu sagen, dass der Social Graph dem User gehört und nicht dem Unternehmen. Ja, ist klar. Dann Und sitzt. wenn das kommt, sind die ganzen Monopolgewinne, die heute im Aktienpreis von diesen Unternehmen drin sind, weg. Wenn diese Unternehmen
dann entsprechend im Preis reagieren, dann werden sie ganz, ganz schlechte Indexentwicklungen haben über Jahre hinweg. Und dann wird man sehen, dass die Value-Investoren eben doch recht hatten, weil die sind dann davon nicht betroffen, im Gegenteil, die haben nämlich weniger Kosten, um ihre Produkte zu vermarkten. Ja, das stimmt natürlich. Ja, also deshalb natürlich, ich bin auch ein Value-Investor und unsere ganze Methode baut auf dem auf. Und es ist schmerzhaft zu sehen, dass man viel weniger Rendite hat als ein Index. Aber die Rendite ist ja nicht negativ. Das muss man schon mal sagen, es ist nicht negativ, ist einfach nicht so positiv, wie wenn man in diesen Technologieaktien drin wäre. Also das vielleicht, Peter, mein Grund, warum ich dort dabei bleibe zurzeit. Ich glaube, auf der regulatorischen Ebene bewegt sich schon vieles. Ja, eben das habe ich vielleicht so wenig ins Auge gefasst, weil ich habe ein Stück auf den Nasdaq umgeschichtet und ja, einfach weil der immer viel besser gelaufen ist. Aber die regulatorischen Gefahren, ja, die muss man sicher im Auge behalten. Ja, also ich glaube, ich möchte das Gespräch heute mit diesem Statement beenden, Peter. Die Okay. regulatorischen Risiken sind die Risiken der Technologieunternehmen. Heute haben wir zwei klassische Unternehmen diskutiert in Europa und natürlich auch Alibaba in China. Finde ich jetzt alles spannende Anlagen, wenn ich das so anschaue. Okay, Gut. herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Bis bald. Okay, tschüss.